Auch zwei Punkte sind. Ich gehe einfach mal davon aus. Oh, oh, oh. Was ist denn jetzt? Jetzt kommt hier aber ein Gegenangriff. Jo, das sieht fast aus wie ein Gegenangriff. Gut, dann schicken wir euch mal dort rein. Euch mit dorthin. Dich dahin. Ja, trotzdem, ihr fahrt trotzdem dort rein. Ja gut, und dann schauen wir mal, wie das jetzt läuft. Sollte an sich kein Problem werden, da wir ja doch gleich das VEB daneben haben. Und damit unsere Truppen repariert werden. Jo, Chieftain haben wir auch noch rumstehen. Meine Güte, ein Haufen Panzer haben wir da inzwischen. Läuft doch soweit ganz gut bis jetzt. Chieftain, schieß mal dahin. Wenn sie noch kommen. Da ist ein Panzer. Auch wenn ich die Vermutung habe, dass die vielleicht vernichtet werden, weil die sich nicht bis jetzt wirklich gut gegen diese Modschützen haben behaupten können. Also ganz offensichtlich Heimatschützen gegen Modschützen. Wer gewinnt, war bis jetzt eigentlich relativ offensichtlich. Aber gut, aber wir wissen, da sind auch noch mal welche. Mal stehen. Man muss dazu sagen, die Modschützen sind die ganz normale Infanterie der Russen. Das ist noch nicht die Elite und die sind unseren Truppen doch ziemlich überlegen, wie es aussieht. Ja, gut. Ja, Kommandant. Soldaten, gebt den Befehl zum Sturmangriff. Und unsere MBTs haben was getroffen mit ihren Raketen. Uiuiui, ich bin ja begeistert. Vor allem seit wann haben die Hauptraketen? Okay. Gut. Unsere MBT-70 haben Raketen. Wieder was gelernt. Ihr kommt dort rein, auch wenn es vielleicht wieder ein Selbstmordkommando ist. Das sollten meine Infanteristen ja inzwischen gewohnt sein. Dass ich die gerne mal verschleiße. Aber gut, das ist nun mal so. Panzer. Noch ein paar MBT-70. Das wird dann von... machen wir ein weniger, 4, dass wir dann von Süden noch mit dazu stoßen können. Wieder eine Zangbewegung dahin und dann wird auf breiter Front angegriffen, dieser Flughafen schnell erobert und dann... Oh, und Delta ist auch noch da. Die bekommen ja doch noch Verstärkung. Ah. Ich könnte jetzt natürlich versuchen, mit unseren Hubschraubern, wenn ich sie finde. Da, AH-1 ist Cobra. Ist er auch nicht nachgeladen? Nee. Schicken wir euch mal dorthin. Dann lade ich die Maschine auf und dann versuche ich einfach mal ganz blöd außen lang zu fliegen und ihr Kommandofahrzeug zu zerstören. Dass sie keinen Nachschub mehr bekommen. Und dann sollte die Mission eigentlich so gut wie gewonnen sein. Ohne größere Probleme. Weil kein Nachschub brauche ich glaube ich nicht zu erklären, dass das nicht gut ist. Da ist keiner weiter drin. Da sind welche. Ah. Stopp, stopp, stopp. Oh, 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 oh. Guck mal an, was da noch alles ist. Tja, okay, dann schicken wir lieber mal euch noch mit dazu. Was ist es denn? Irgendwas Kleines. Flakpanzer? Sieht fast so aus. Schilker. Vielleicht nicht mehr. Ist doch schön. Er wurde zwar getroffen, aber hat anscheinend nichts gebracht. Ja gut, Flakpanzer. Nicht überraschend, dass die jetzt nicht so sehr effektiv gegen normale Panzer sind, abgesehen von Moral halt. Aber hier steht doch einiges rum. Und ihr seht schon, T-62, Aufrüstung 1972. Also die sind dann schon... Das ist jetzt blöd gewesen. Das war jetzt richtig blöd. Also wenn wir jetzt einen Panzer verlieren, das würde mich ernsthaft ärgern. Puh. Okay, das war jetzt wirklich ausgesprochen blöd von mir. In dem Wald kann ja auch noch jemand sein. Ah, ja, gut, das passiert manchmal. Und vor allem, die sollten die flankieren, die, und dann wurden die beide von Seite beschossen. Tja, das war jetzt mal ein Beispiel, wie man es nicht macht. Da kommt schon wieder welche.
Also, die T-72G kommen wahrscheinlich von Delta. Da sind noch mehr. Und Mordschützen, Mordschützen. Puh! Weg hier. Nein! Und da haben wir einen. Und vielleicht wollen wir noch einen wahrscheinlich. Weg, 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 weg. Oh Gott. Ja, Panzer allein in Wälder schicken. Oder davor Wälder schicken. Ey. Ei, 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 ei. Schlecht. Ja, soviel zum Thema Flankieren von der Stadt. Ich denke, wir machen jetzt einfach mal ganz altmodisch den Angriff von Süden her. Wie es ja normalerweise auch gedacht wird. Ja, ich denke mal, da sind auch zweimal Infanterie. Und ansonsten nichts weiter. Und das sollte eigentlich nicht so schlimm sein. Beziehungsweise ich schicke erstmal dahin. Und dann Logistik. Quatsch. Aufklärer. Aufklärer. Der da. So. Jo, gut. Erstmal zu panzerieren lassen. Ich schalte erstmal aus. Aha, da kommen mehr Panzer. Und Chieftains schicken wir schon mal weiter. Die sind hier noch ganz geblieben und die sollten auch von der Munition her noch relativ gut dastehen. Infanterie. Ich glaube, ich lasse es erstmal. Muss jetzt so gehen. Wir brauchen ja theoretisch in der letzten Mission auch noch ein bisschen Infanterie. Wird also nichts bringen, wenn ich jetzt alles hier verheize. Und eventuell im Norden werden wir auch noch Infanterie brauchen. Und da wäre ja ein bisschen Infanterie auch nicht schlecht. Obwohl, wir könnten ein paar von unseren Panzerbrigaden holen. Der Panzer. Gut, gut. Passt erstmal soweit. Gut, Raketenjagdpanzer werden uns jetzt gegen Infanterie auch nicht viel bringen. Muss es einfach so gehen. Muss so gehen. Cuba. Aufklärer mit dorthin nochmal. Obwohl. Du da. Das sind aber doch ganz schön viele. Wie es aussieht. Zwar nur da sind sie, da ist die Infanterie, da ist die Infanterie. Und unsere Chieftains haben bald keinen Sprit mehr. Da ist die Infanterie. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Hihihi. Tja, gut, dann habt ihr Pech. Dann weiß ich, wo ihr seid. Ne, das ist ein Panzer. Da haben wir uns zu früh gefreut. Aber doch, da sind die Mordschützen mit dabei. Zwei zumindest. Vielleicht sind mal schauen. MBT 70 fährt mit da rum. Der Seite angreifen ist besser als wenn dann hier nochmal neben Wald irgendwas steht. Es scheinen aber alle Mordschützen zu sein, also. Oh! Noch schlimmer. Panzerabwehrlenkraketen. Fuck Gott. Die hat das geschossen. Panzerabwehrlenkraketen. Trupps sind meistens relativ klein, aber haben halt eine große Reichweite mit ihren Raketenwerfern. Und damit ist da auch relativ schnell kein Spaß mit. Zu machen. Ja, säubern, säubern. Immer noch, immer noch. Immer noch. Sind also noch mehr da. Erstmal Logistik, die müssen versorgt werden. Die müssen versorgt werden. Ja, und da sind noch mehr Panzer. Für den Raketen. Fuck Gott. Nicht getroffen. Nicht noch schneller als wir. Los, 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 los. Feuer, Feuer, Feuer. Ja. Und wir haben das gesäubert. Sehr schön. Dann brauchen wir, glaube ich, ein. Ja, das machen wir doch glatt. Jetzt müssen wir aber als erstes, bevor wir den Flughafen angreifen, aber erstmal müssen wir diesen T-55 darzustellen, dass da noch so alles ankommt. Und dann werden wir das VIP sichern. Und wir werden weiterhin unsere Kommandopanzer hier unten. Wir bloß noch einen nicht wegfahren, sondern wir werden zu einem rufen und den da hinstellen. Na los, zerstört sie, zerstört sie, zerstört. Da kommt ja noch mehr. Und die haben nicht mehr viel Sprit, die können also ganz schlecht wegfahren. Fahrt mal wieder vor. Ihr fahrt mal mit davor. Die werden bestimmt gleich flankiert.
Zumindest versuchen die das da. Das gefällt. Ja, du darfst jetzt schießen. Aber die treffen auch nicht wirklich, ja? Blindfische. Nervös, nervös, erschüttert. Hubschrauber? Apropos Hubschrauber, ich bin mir jetzt nicht so, ist nur eine Char-Paral ganz, 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 ganz weit weg. Unterstützung, Char-Paral, oder wie man das Ding heißen mag, mit dann auf. Ja. Hat's jetzt nicht erwischt, bin ich auch ganz froh drüber. Gut, gut. Ah, Moment, Moment, du bleibst einmal stehen. Stopp, halt, anhalten. Reicht das schon? Nee. Doch, doch, reicht schon. Sehr schön, Punkt eingenommen. Noch mehr Versorgungspunkte für uns. Noch mehr Versorgungspunkte. Ah. Haben zwar bald keine Panzer mehr, die wir noch rufen können, aber das ist keinen sinnvollen. Aber gut. Im Zweifelsfall Hubschrauber oder was auch immer. Allgemein wären vielleicht ein paar Hubschrauber noch dazu auch nicht so schlecht. Und da kommt was, wo kommen die denn her? Scheibenkleister. Nee, Chieftains sind zu langsam. Oh, euch schicke ich jetzt mit dahin. Die greifen uns von hinten an. Nee, die wollen meinen Spielpanzer zerstören. Nö, 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 das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Kampfpanzer sollte eigentlich kein Problem sein, aber eigentlich sollten die auch gar nicht da sein. Sie haben sie ja von zwei Seiten in die Zange genommen, das sollte eigentlich reichen. Auch wenn ich da denke ich noch an diesen komischen. Was? Die haben meinen Kiowa am Boden abgeschossen. Okay, ja. Finde ich jetzt nicht ganz so witzig. Und schon sagen, dafür werden die auch gleich mal zerlegt. Weil das geht gar nicht. Mein armen kleinen Aufklärung zerstören. So. Weg war er. Die wird schon wieder her. Runter da. Hoch da. Was wollen Sie denn diesmal? Vorwärts fahren. Achso, halt Aufklärungsfahrzeug. Du fährst einfach mal in den Wald rein. Wenn der zerstört wird, werden wir es merken. Wäre jetzt auch kein Weltuntergang. Was seid ihr eigentlich? Ihr seid nichts Besonderes. Ich will ja nicht die Chieftains hier hochschicken, allerdings weiß ich halt nicht, ob die dann von rechts beschossen werden könnten. Und ich habe irgendwie keine große Lust, also keine große Lust, das herauszufinden. Ob da jetzt noch was drin steht. Kommt der runter? Bringt sich nicht wirklich. Ja. Aber ich werde an dieser Stelle jetzt erstmal rein. Ich nehme jetzt schon eine Stunde auf. Und in diesem Sinne speichere ich das erstmal. Speichern. Let's play.